Was geht und willkommen zurück zu Pokémon Smaragd hier im Hyroberg. So, ich hoffe. Ich wollte, dass es ein Doppelkampf wird. Ja, zu Trainer kämpfen im Hyroberg. Die Leute wollen scheinbar unbedingt auf Friedhöfen kämpfen, also sollen sie es machen. Wir schauen, was wir dazu beitragen können. Oh Mann. So, wohin genau ist damit alles? Wohin genau? Und als nächstes Natu. Gegen Flug-Pokémon habe ich auch eine einfache Antwort. Ich schmeiße Felsen auf sie. Und so erlegt man zwei Vögel mit einem Stein. Wie Peter Griffin sagen würde. Kadabra, Abracadabra. Hoppen wir einfach drin. Gerade denke ich nicht. Infektion vergeht die Verteidigung. Aha! Na. Oh. Hallo. Die wird doch nicht. Gut, hat ihm zum Glück auch nicht so viel geholfen. Psycho. Hab mir fast in die Hose gemacht. Okay, da kommen wir nachher runter. Ein weiterer Chance auf einen Doppelkampf. Und das blöde Choupette. Die unglaubliche Atmosphäre der Berge hat meine psychischen Kräfte gestärkt. Ein kleines Kind wie du, du willst gewinnen, freuen weiter. Warum bist du hier? Warum bist du hier? Oh? Kannst du mir das verraten? Oh, ihr habt kleine Pokémon dabei. Wie niedlich. Sterbt. Wiedersehen. Zickzacks. Okay, nee, er nimmt das. Wo trifft's noch? Auf noch einen krassen. Dass wir direkt aus dem Spiel nehmen. Sicher. So muss das laufen. Mhm. Lass mal aufhören, eine Zahnstocher zu schmeißen. Oh, wir spielen normal. Wir nehmen direkt dann Kelia aus dem Geschäft und kümmern uns um was für wir. Machen wir mal so.
Oh. Aber ne, effektiver als ich dachte. Trifft aber nur zweimal. So geht's aber auch. No. Ich vertiefe mich in Selbstmitleid. Das war unglaublich. Du bist ein ganz besonderer Trainer. Ja, ja. Ruf mich nie an. Ich rufe dich auch nie an. Komm mal da hin. Wahrscheinlich runterfallen von oben, ne? Ja, sieht so aus. Aber ich meine gruselige Horror-Dinge. Es ist wie eine Sucht. Sobald ich hier bin, stehen mir die Haare zu Berge. Heute gibt's True Crime Podcast, da musst du nicht mehr auf Friedhöfe rumlaufen. Das ist jetzt schlecht. Boink, mag's mal eben. Ach nee, mein blödes Denken. Psycho war nur in der ersten Generation mit Begriff Geist. Bringt sie überhaupt was? Ich weiß es nicht. Okay, noch wirkungslos ist sie. Oder haben wir, ich weiß, keine Ahnung, in der Psychogeist-Effektivität. Boah, da bin ich ehrlich gesagt raus. Da habe ich echt keinen Plan mehr. Okay, wir müssen also nachher an bestimmter Stelle runterfahren, dass wir dann immer wieder an bestimmten Stellen runterfahren. Wer ist der? Mein Lehrer, bitte. Bitte achte auf meinen Fortschritt. Bin ich dann Lehrer, ey? Setz mal deine Brille auf. Zeig dir, was wahre Stärke ist. Boah, warum denn das schon wieder? Guck mal, wie effektiv Fels gerade überhaupt ist. Nicht so wirklich. Glaube ich auch nicht besser groß, oder? Oh. Anorit, nein! Grün, kümmere dich drum. Wo muss das? Mein Lehrer, bitte verzeiht mir. Komm, ich will noch genug Zeit zum Abhauen haben. Ich muss ganz dringend nach rechts. Wenn ich hier bin, dann durchströmt mich eine seltsame Macht. Hast du die Orientierung verloren? Keine Angst, ich bin ja hier. Psycho. Du bist doch ein Psycho, Mensch. Ja.
Ach, du Kacke. Ach ja. Sollte auch nachdenken, bei welcher Attacke man wann ansetzt. Bei welchem Pokémon. Ja, wir sind Kakelo. Beide? Wir werden sehen. Nein, komm. Ja, wie Unlicht, ne? Oder gegen Geist, keine Ahnung. Zero Plan. Komm schon. Doch, wen enthält mit beide? Okay, kein. Auch in Ordnung. So lächerlich. Es ist so lächerlich. Wie macht der ab? Hast du auch nicht irgendwann verloren? Dafür sind wir jetzt auf den nach oben gerannt. Also dafür. Lachsrauch. Ja, danke. Seerauch. Lachsrauch, Seeknoch. Okay, damit hätten wir den Pyro-Back abgehakt. Du schuppige Schuppel. Dann Wablu, bring uns nach Seegas Old City. Hey. Yay! Willkommen im Pokémon Center. So, was müssen wir jetzt erledigen? Wir brauchen das, die Pokeregelbox, ne? Wenn wir in die Safari-Zone können. Ich bin die Quiz-Lady. Ich liebe Quiz. Ich warte auf einen Herausforderer, dass den Quiz von Lady stellt. Wenn du richtig antwortest, gewinnst du tolle Preise. Möchtest du es einmal versuchen? Ja. Drücke den A-Knopf, seitdem du die Quizfrage gelesen hast. Was hat Vater und Mutter?
Ein Brief? Telefon? Ei-Brief? Telefon? Das hat Vater und Mutter. Ein Kind. Kinder. Das war falsch. Die richtige Antwort lautet Ei. Also waren die Ausmöglichkeit Ei-Brief und Nein, danke. Nein, danke. Ich finde das schön. Ei-Brief oder Telefon? Keine Ahnung, also. Das war ja richtig scheiße gemacht. Was ist denn ein Ei-Brief? War unterschiedlich. Ei, Brief, Telefon. Da fehlt ein Komma zwischen. Warte. Team Aqua trainiert seine Wahl mal drüben in der Bucht. Die Matrosen können nie auslaufen, da sie uns im Weg sind. Ah, Wettbewerbshalle. Hallo? Yippie, die Dame an der Rezension hat mir eine Pokerregel gegeben. Ich habe Pokerregel mit Mama und Papa und meiner Schwester gemacht. Bin sehr gut geworden. Ich glaube, je mehr Leute dir bei der Herstellung von Pokerregel helfen, desto besser ist die Qualität. Tag für Tag habe ich dieses Pokémon mit meiner Liebe und Fürsorge überhäuft. Seine Kondition ist einfach unvergleichbar. Heute gehört er sie uns. Hier sieht man eine ganze Reihe der Pokémon unterschiedlich. Daher mache ich jeden Tag eine kurze Sprit. Alter, ich sollte wirklich lesen, bevor ich es weitermache. Der Wettbewerb der Stärke ist tierisch hart. Dieses Muskelspiel schweißt der Rinn. Da fällt doch gerade dein Ohnmacht. Wow, so ein Pokémon-Wettbewerb ist ein Fest für die Augen. Schau dir all die Pokémon an, die danach schreien, gemalt zu werden. So, keins der Pokémon schreit. Hallo, wir nehmen Anmeldung für die Pokémon-Wettbewerb entgegen. Du hast gar keine Pokémon-Regelbox. Dann gebe ich dir eine. Nur einen Schluck trinken. So. Das hätten wir erledigt. Oh, komm. Wir machen mal einmal mit. Obwohl, nee, das hängen wir uns noch auf. Joho, Junge, Wettbewerb der Masterklasse. Jetzt komme ich. Bald wird die Welt wissen, dass mein Pokémon das niedlichste aller Pokémon ist. Die Zeit ist reif. Haha. Oh, du siehst aus, als wärst du gut. Möchtest du mitmachen? Dann lass uns mal mixen. Ich bin mal gespannt, welche Pokerregel ich bekomme. Das ist total aufregend. Okay, heute stellen wir einen neuen Geschwindigkeitsrekord beim Bärenmixen auf. Ich möchte köstliche Pokerregel herstellen, damit meine Pokémon anmutig sind. Ich liebe es, Pokerregel herzustellen. Ich habe immer einige Bären dabei. Wenn du magst, können wir einige Pokerregel zusammen im Bärenmixer erstellen. Du hast ja mal alleine mit 1, mit 2, mit 3. Ja, kümmern wir uns im nächsten Part rum. Schaltet auch dann wieder ein, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Würde mich freuen. Bis dann und tschüss.